da sind wir mit einem neuen Video. Mein Schatz drängt sich hier wieder im Vordergrund und will heute die Ansage machen. Na, erzähl mal. Also, wir haben nämlich Post bekommen von der Bianca, sag mal, ne? Und zwar hatte sie mich angeschrieben, weil sie wusste oder mitbekommen hatte, dass ich Halloween-Sticker suche und sie hat noch ein paar für mich gehabt. Ich bin ein bisschen irritiert irgendwie. Jedenfalls haben wir getauscht, sie hat mir ein paar Halloween-Sticker geschickt. Und ja, sie bekommt von mir was anderes. Unter anderem, ja, hatte sie gefragt, vielleicht was selbstgemachtes, ein Anhängerchen für ihr Traveler's Notebook. Habe ich dann auch schon für sie gebastelt, hatte ich auch in meinem Craft-Update gezeigt. Ja, so viel dazu. Ich habe hier nicht denken, ich bin dreckig, war. Ich habe gerade Post fertig gemacht und habe mich bekritzelt. Gut, fangen wir mal einfach an. Mein Hund irritiert mich hier nämlich sonst immer mehr und immer mehr und kriege ja nichts mehr gebacken. Ich habe gestern schon mal reingeblinzelt, der kam nicht gestern, aber ich konnte gestern nicht drehen. Hier hat sie mir einen kleinen Brief geschrieben und wie gesagt, ich habe reingeguckt, hier sind Stickerflakes drin von Fetti hier. Moleng, glaube ich, ist das. Nee, ist ja auch egal. Die heißen alle gleich für mich. Das sind die, die sind oberniedlich. Davon habe ich auch schon zwei, drei, vier eingegossen. Die sind, finde ich, perfekt zum Eingießen. Sehr schön. Also solche Teile finde ich immer klasse, weil die sind einfach wirklich am besten zum Eingießen. Dann hat sie mir hier einen Haufen Umschläge mitgeschickt. Ich habe zu viele davon. Und ich habe natürlich auch ein paar, aber ich finde die toll und die braucht man auf jeden Fall immer, weil da kann man eben auch mal Goodies reinpacken. Und ja, da hat sie mir einen Stapel mitgeschickt, was mich sehr freut, weil eigentlich nur Sticker, ne? Aber so ist es ja immer. So, machen wir das mal so. Und da hat sie mir hier, ich hoffe, du kannst sie gebrauchen, auch nochmal Sticker mitgeschickt. Das hat sie mir, glaube ich, hier ein bisschen abgeklebt. Das mal einfach so auf. Ah ja. Cool, da bin ich mal gespannt. Hier haben wir diese Minimaus-Sticker vom Action. Also das weiß ich von Action, klar. Mittlerweile kenne ich den Bestand von Action nämlich auch. Und oh, die sind ja mal schön. Oh, die sind ja klasse. Die sind natürlich perfekt zum Eingießen. Ich denke ja nur noch, oh, wie schön. Ich denke irgendwie nur noch bei Sticker ans Gießen, weil ich bin. Oh, die sind toll. Genau solche sind perfekt zum Eingießen, diese Foliensticker. Ganz klasse. Ah, die sind hübsch. Und die gefallen mir ja. Die sind ja mal cool. Das ist zum Beispiel auch schön. Hier für eine runde Form kann man das wunderbar eingießen. Oh, die sind klasse. Die sind ja mal schön. Das sind so Küchensticker. Ich vor allem, ne? Ich und Küche, wisser Bescheid, weil ich liebe Kochen und Backen ja über alles. Augenzwinker. Aber zum Eingießen sind die geil, diese Foliensticker. Schatzi, was machst du denn da? Mein Schätzekind hat irgendwie manchmal nur Grütze im Hirn. Ne? So, da haben wir einmal die. Und dann habe ich hier noch. Oh, geil! Oh, woher sind die eigentlich? Die Buchstaben hier, die sind auch klasse. Und die habe ich auch schon mal gesehen. Oh, sind die klasse. Die sind so toll zum Eingießen. Da freue ich mich sehr. Da kann ich ein paar Herbstteile machen. Oh, sind die schön. Die sind teilweise, dann seht ihr das. Oh, guckt mal, ist das niedlich. Die sind dann teilweise auch beglittert. Oh, da freue ich mich sehr drüber. Weil irgendwo habe ich die auch schon gesehen. Swantje, hast du die nicht auch kürzlich eingegossen? Sind es die? Irgendwo habe ich gesehen, ich gucke im Moment auch sehr viele Resin-Videos. Ich habe irgendwo diese Sticker auch gesehen und fand die auch traumhaft schön. Und dann habe ich hier nochmal Buchstaben. Oh, wie niedlich. Guck mal, es ist geil. Ah. Also so eine Sticker liebe ich eben so auf Folie. Weil die lassen sich wunderbar gießen. Sie hat mir auch ganz viele Halloween-Sticker geschickt. Die sind toll. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, zeige ich euch mal eben, wie die sich eingießen lassen. Dann möchte ich euch aber erstmal das noch zeigen. Da hat sie mir so ein Stickerbüchlein mitgeschickt. Einfach so, wie da halt steht.
Und da sind diese Sticker. Das sind also im Grunde, das sind wunderschöne Sticker. Aber das sind eben, glaube ich, wie bei diesen Halloween-Stickern, eben so Papiersticker. Ne? Und da weiß ich eben nicht, es wird vielleicht schwierig mit dem Eingießen, aber so niedliche Motive. Gut, man kann auch sonst immer mal Sticker gebrauchen, so ist ja nun nicht. Ne? Aber ich gucke natürlich jetzt immer so nach Stickern, wo ich weiß, oh, die sind toll zum Eingießen. Weil die Motive sind niedlich. Voll schön. So, und jetzt kommen wir zu diesen. Ne, wir haben noch Weihnachtssticker. Sie hatten mir sogar noch Weihnachtssticker mitgegeben. Finde ich ja klasse. Weihnachtssticker. Und die zeige ich euch mal eben auch. Das sind auch eben so, ja, Papiersticker. Aber ultra süße Motive. Guckt mal. Sind die nicht niedlich? Hier der Pinguin und so. Und ihr seht, das sind so hier solche Papiersticker. Und da müssen wir mal gucken. Sonst versuche ich das einfach mal mit dem Trick von wegen, ja, die Sticker in Tesafilm einwickeln. Den Bogen haben wir zweimal. Aber ihr seht, das sind so wunderschöne Motive. Das wäre natürlich klasse, ne? Gerade hier die Pinguine, wenn man die eingießen könnte. Dann werde ich mal gucken. Entweder versuche ich das einfach mal. Mich interessiert es eh mal, wie das funktioniert. Weil eine Freundin mich neulich fragte, ob ich ihr ein Foto eingießen kann. Für wiederum eine Freundin für sie, die hat bald Geburtstag. Sie hat mir über Handy jetzt ein Foto geschickt von einem Hund und das muss ich ausdrucken. Und ich habe gesagt, ich kann es versuchen. Ich kann es nicht versprechen, ich kann es versuchen, weil ich habe noch keine Fotos eingegossen. Aber ja, gehen tut sowas. Man muss die Fotos nur halt sichern, ne? Oder eben halt auch so Papiersticker. Die müssen dann halt, ich habe aber auch gelesen, viele lackieren die mit Klarlack. Ich glaube, ich versuche mich da einfach mal aus. Wenn du sie nicht leihen magst, gib sie weiter. Natürlich kann ich sie leihen. Aber sowas von dem sind, jetzt sind ja wohl mal ultra süß, diese Pinguine hier schon. Die sind oberschön. Die gebe ich mal sowas von gar nicht weiter. Und jetzt kommen nämlich die Halloween-Sticker. Yeah! Viel Spaß damit. Dankeschön. Ich freue mich total. Da haben wir einmal den Bogen. Da sind echt geile Sachen bei, muss ich sagen. Dann den. Oh, sind so schöne Sachen dabei. Und wie gesagt, ich muss die auch nicht alle eingießen, um Gottes Willen. Ihr seht, das sind so Papiersticker. Die kann ich natürlich auch so verbasteln, ne? Halloween Pocket Letter und so weiter und so fort. Oh, hier haben wir noch einen Weihnachtsmann. Dass da was dazwischen rutscht. Ah, die sind so niedlich. Machen wir gleich hier. So. Dann habe ich den Bogen. Aber es sind an sich echt mega geile Sticker, ne? Richtig schön. Hier auch die, ja, die sind so toll. Ich muss die eingießen. Die sind einfach so toll. Den Bogen habe ich doppelt. Nee, ist gar nicht, oder? Nö, ist nicht dasselbe. Allein schon hier so diese Gläser, ne, mit den Spinnen und ich möchte unbedingt eingießen. Ich kann ja einfach mal so einen Testlauf machen. Aber es ist halt immer ärgerlich, ne, wenn man sich die Dinger dann versaut. Deswegen vielleicht einfach mal einen Testlauf machen, dass ich nicht so viel Harz verschwende. Einfach ein ganz weiß ich nicht, einfach so einen ganz kleinen Sticker mal nehmen und versuchen eben einzugießen. So, das war die Post von der Bianca. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, vor allem über die Sticker. Also über alles, so sind ja eigentlich alle Sticker. Die Sticker Flakes sind auch klasse, die Umschläge. Und die finde ich auch mega toll. Also über die freue ich mich ganz dolle, weil die sind traumhaft. Ne? Die sind traumhaft und zum Eingießen perfekt. Richtig klasse. Vielen Dank. Ich hoffe, du freust dich dann auch über meine Post. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!